Es war ein Novum in der Geschichte der Europäischen Union. Anfang Mai erklärte das deutsche Bundesverfassungsgericht den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank für teilweise verfassungswidrig und warf dem Europäischen Gerichtshof eine massive Überschreitung seiner Kompetenzen vor. Entsprechend heftig waren die Reaktionen, teils zustimmend, oft ablehnend und sogar entrüstet. Nur wird dieses Urteil überhaupt Konsequenzen haben? Wird sich die Deutsche Bundesbank weiterhin an den Staatsanleihekaufprogrammen der EZB beteiligen können? Oder am Ende doch nicht? In der dritten Folge des Interviews mit dem deutschen Ökonomen Dirk Mayer sprechen wir detailliert über ein Urteil und seine Folgen. Was die EZB nun neuerlich tut im Zuge der Corona-Krise ist, dass sie Staatsanleihen kauft. Dieser Kauf von Staatsanleihen wurde schon mit verschiedenen Dingen in den letzten 10 Jahren gerechtfertigt. Nun ist es die Corona-Krise, es gibt jetzt ein neues Kaufprogramm, das kürzlich PEPP, und es wurde auf 1,35 Billionen Euro verdoppelt. Halten Sie das für gerechtfertigt aufgrund der Corona-Krise, dieses Kaufprogramm? Also zunächst muss man sagen, dass das Vorläuferprogramm PSPP auch Staatsanleihen aufkauft und im Augenblick im Verhältnis zum PEP wesentlich dramatischer vom Budget her ist. Da haben wir nämlich ungefähr 2.300 Milliarden Euro seitens des Eurosystems an Staatsanleihen im Portefeuille. Bei einer Bilanzsumme von ungefähr 4.600, also fast 50%, hat das Eurosystem da an Staatsanleihen aufgekauft. Jetzt neu ab März ist dieses PEP-Programm aktiviert oder aufgelegt worden. Und da haben wir bislang erst, muss man sagen, so ungefähr 300, 315 Milliarden Euro aufgekauft. Allerdings war es im März so, dass man das auf, ich meine, 700 oder 750 Milliarden beschränkt hat mit einer Laufzeit bis Ende des Jahres, aber dann wohl gesehen hat, dass die Corona-Krise intensiver ist und dann hat man Anfang Juni dieses Programm kurzerhand mal um 600 Milliarden bereits erhöht mit einer Laufzeit bis zum Sommer. Wenn das jetzt so weitergeht mit den Ankäufen, dann reicht das allerdings nur bis zum April 2021. Also insofern, diese Ankäufe scheinen unbegrenzt zu sein. Sie werden nur, ich sag mal, terminiert begrenzt. Das heißt, wir können auf jeden Fall in nicht allzu ferner Zukunft mit noch weiteren Anleihekäufen der EZB rechnen. Das hat die EZB ganz klargestellt, ja. Nun, Anfang Mai, am 5. Mai, gab es ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Und das hat sich natürlich nicht mit dem PEP, das ganz Neues, befasst, sondern mit dem Public Sector Purchase Program, das Sie vorher schon erwähnt haben, mit dem PSPP-Programm, das seit 2015 gilt. Und nun hat das deutsche Bundesverfassungsgericht erstmals damit Anleihekäufe der EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Hat Sie das überrascht? Das hat einige überrascht, unter anderem auch mich, weil bislang war das deutsche Verfassungsgericht sehr zahm, was, ich sag mal, die Äußerungen gegenüber den Programmen und den Aktivitäten der EZB, aber auch selbst gegenüber dem EuGH geäußert hat. Denn der EuGH wurde ja schon mal vor der Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts angerufen. Und in beiden Fällen hat der EuGH, ich sag mal, das Verfassungsgericht mehr oder weniger im Regen stehen lassen und gesagt, ist alles in Ordnung. Und diesmal hat das deutsche Verfassungsgericht ja quasi richtig eine Kanone aufgefahren. Nun, die Hauptkritik oder im Wesentlichen das, worauf sich dieses Urteil stützt, ist die Verhältnismäßigkeit des Kaufprogramms. Das heißt, man müsste, so argumentiert das Bundesverfassungsgericht, das Inflationsziel gleichzeitig in Relation setzen zu den wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die dieses Kaufprogramm hat. Und das ist nicht geschehen. Nun, Sie selbst haben ja auch eine schriftliche Stellungnahme für
einen Ausschuss des Deutschen Bundestages dazu abgegeben, für den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Und da sind Sie auch auf dieses Thema der Verhältnismäßigkeit eingegangen. Und Sie würden auf jeden Fall zustimmen, dass die wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die bisher nicht berücksichtigt wurden, dass die immens sind. Ich zitiere Sie, im Ergebnis sind die Nebenwirkungen dieser Politik immens und in der Folge keineswegs endgültig abschätzbar. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen wirtschaftspolitischen Konsequenzen dieses Kaufprogramms, die bisher nicht berücksichtigt wurden von der EZB? Ja, die EZB hat öffentlich nicht sozusagen Kosten-Nutzen dieser Ankäufe deutlich gemacht und für den deutschen Sparer oder für den europäischen Sparer sind es natürlich die Niedrigzinsen als Kosten für die Unternehmen bzw. für den Unternehmenssektor sind es zunächst mal positiv gesehen auch niedrige Zinsen. Man möchte ja gerne den Kreditkreislauf befördern. Nur langfristig kann das für die Wirtschaft, man spricht von der sogenannten Zombifizierung, also ein Dahinsiechen der Wirtschaft ohne große Produktivitätserfolge stattfinden. Also das sind sicherlich zwei ganz wesentliche Argumente. Hinzu kommt dann sicher auch noch als drittes die drohende Instabilität des Bankensektors, dadurch, dass die Spanne zwischen Einlagen und Kreditvergaben dauernd zusammenschmilzt. Also das ist gerade für deutsche Banken ein ganz großes Problem. Ja, das sind im Grunde genommen dann die Kosten. Allerdings vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, ist eigentlich eine zweifache Kritik, die das Verfassungsgericht an diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geäußert hat. Einmal hat es gesagt, die EZB hat es nicht dargelegt und die wird ja aufgefordert, das jetzt darzulegen. Und zweitens, und das ist vielleicht fast noch schwerwiegender, der EuGH hat aufgrund der Anfrage des Verfassungsgerichtes diese Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht vorgenommen. Und das wurde auch sozusagen als Mandatsüberschreitung des EuGH gesehen, dass der EuGH das also nicht richtig oder angemessen geprüft hat. Ich selber würde, ehrlich gesagt, und da bin ich vielleicht so ein bisschen zwischen den Stühlen, dieses Argument der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht allzu hoch gewichten. Ja. Ich wollte Sie genau gerade dazu befragen. Einigkeit ist, es gibt auf jeden Fall Auswirkungen dieser Anleihekäufe, nur die Frage ist jetzt mit der Verhältnismäßigkeit, wie weit gibt die eigentlich ein klares Kriterium ab oder wie weit lässt sich das aus Ihrer Sicht eigentlich entscheiden, ab wann Staatsanleihekäufe durch die EZB unverhältnismäßig werden? Ja, dazu müsste man sicherlich, und das wird ja auch in der Literatur und in der politischen Stellungnahme diskutiert, fragen, darf das deutsche Verfassungsgericht eigentlich diese Ungeheuerlichkeit wagen, der EZB jetzt anzutragen, sie möge diese Verhältnismäßigkeit darstellen. Wir haben das Gebot der Preisstabilität, was die EZB primär verfolgen soll, und wir haben die Unabhängigkeit bzw. Weisungsungebundenheit im EU-Vertrag niedergeschrieben. Das heißt, wird dadurch nicht die Weisungsgebundenheit der EZB an den Rand geführt, wenn jetzt das Verfassungsgericht der EZB vorgibt, sie möge das doch dann genau darlegen. Für mich ist das ein Problem, weil in eigenen Untersuchungen hat die EZB das ihre Erfolge quantifizierbar gemacht, indem sie gesagt hat, die Inflationsrate ist meinetwegen um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte pro Jahr angestiegen gegenüber dem Fall, wir hätten keine Anleihen aufgekauft. Ein erhöhtes Kreditwachstum wurde festgestellt und auch das BIP der Eurozone hat leicht angezogen. Also die EZB hat selber in Untersuchungen festgestellt, das Programm hat zumindest gewisse positive Wirkung gebracht. Wir sprachen eben über die Negativfolgen, die hauptsächlich qualitativer Natur sind. Man kann diese Kosten schwer quantifizieren.
Fazit, man kann das natürlich jetzt gegenüberstellen, aber man kann das, und die EZB kann das auch machen, aber dann würde die EZB selbstverständlich sagen, damit haben wir diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten. Punkt, aus, Ende. Und alle müssten das akzeptieren. Aufgrund der Unabhängigkeit, des Unabhängigkeitspostulats der EZB. Damit wären wir im Grunde genommen wieder beim Anfang der ganzen Sache. Ja, genau. Wie es ja auch im Augenblick, ich sag mal, wenn wir Sven Simon nehmen, dem EVP-Abgeordneten, der jetzt sagt, er hätte schon die EZB angefragt, dass sie dem Europäischen Parlament das doch bitte mal darstellen möge. Und der Simon hat sich dann bereit erklärt, dem Deutschen Bundestag da aufzutreten und dem das nochmal darzulegen. Und in der öffentlichen Anhörung, wo ich am 5. März oder wann das war, im Deutschen Bundestag dabei war, da hörte man dann von verschiedenen Stimmen, ja, man müsse sehr vorsichtig der EZB darlegen, dass das eigentlich, ich sag's mal so, eine Ungeheuerlichkeit sei, was wir jetzt fordern, aber sie möge doch bitte das einfach darstellen, dass die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Ja, ich meine, dann hat das Urteil natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben an unserem Lehrstuhl versucht, diese Verhältnismäßigkeit an eigen- und selbstgesetzten Zielen der EZB einmal klar zu machen, nämlich an dem sogenannten geldpolitischen Steuerungsspielraum. Der geldpolitische Steuerungsspielraum wird von der EZB definiert als die Wachstumsrate des Liquiditätsbedarfs, das ist nämlich das Bargeld und die Mindestreserve, die in der Wirtschaft benötigt wird, das ist der Liquiditätsbedarf, abzüglich der Wachstumsrate der Eigenanlagen der nationalen Notenbanken. Denn die Notenbanken dürfen auf eigene Rechnung und Risiko, das nennt man diese sogenannten Anfahranlagen, selber praktisch für ein Geldangebot Sorge tragen. So, und wenn man diesen Liquiditätsbedarf von diesen Eigenanlagen, den Liquiditätsbedarf minus diese Eigenanlagen nimmt, dann würde man den geldpolitischen Steuerungsspielraum ermitteln, den die EZB für ihre eigene Geldpolitik noch übrig hat. Wenn wir jetzt aber die Staatsanleihekäufe, die auch zu 80% auf eigene Rechnung und Risiko der nationalen Notenbanken laufen, auch zu diesen Eigenanlagen zählen, dann kann man eindeutig feststellen, dass die EZB diesen geldpolitischen Steuerungsspielraum verspielt hat durch diese Ankaufprogramme. Und dann muss man sagen, hat sie selber ihr Ziel und ihr Mandat, nämlich für Preisstabilität und Geldpolitik zu sorgen, missachtet und sich sozusagen der Gefahr der Abhängigkeit dieser Krisenstaaten gestellt. Sie halten also den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für justiziabel? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich würde lediglich sagen, dass diese Untersuchung des geldpolitischen Steuerungsspielraums ein relativ hartes Kriterium sein kann, die man der EZB entgegenhalten kann und sagen kann, passt auf, ihr habt gegen eure eigenen Vorgaben durch diese Programme verstoßen und das wäre zumindest ein Indiz, was für dieses Überschreiten der Verhältnismäßigkeit sprechen würde. Ich würde es also etwas vorsichtiger formulieren. Sie würden sagen, der Einwand der fehlenden Verhältnismäßigkeit oder der fehlenden Verhältnismäßigkeitsüberprüfung oder Offenlegung, ja, wird nicht jetzt sofort zu einem Ende der Staatsanleihekäufe führen, beziehungsweise der Beteiligung der Deutschen Bundesbank an den Staatsanleihen. Ja, davon wird man wohl ausgehen können, dass sowohl die Deutsche Bundesbank, die Bundesregierung, der Bundestag, aber sicherlich auch das Eurosystem und die EZB alles dran setzen wird, um die 26% der Eurozone weiterhin in der Politik der Eurozone zu halten. Alles andere wäre katastrophal und es wäre ja sozusagen eine erhebliche Instabilität für die Eurozone. Mache, meinen die EZB sei es denn doch irgendwo in der Zwickmühle, denn wenn sie nicht antwortet, wäre ja dann eigentlich die Deutsche Bundesbank verpflichtet, auszusteigen aus diesem Programm mit einigen auch weitreichenden Konsequenzen, auf die Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auch eingehen. Andererseits, wenn sie darauf antwortet, dann gewissermaßen unterwirft sie sich hier dann doch dem deutschen Verfassungsgerichtsurteil und das könnte ebenfalls ein Dammbruch sein.
Kann es sein, dass ganz einfach dann die Deutsche Bundesbank einspringen wird und sagen wird, ja, die Verhältnismäßigkeit ist aber gegeben, weil erstens, zweitens, drittens und damit ist die Sache erledigt? Also so wird es indirekt von der Bundesbank selber sogar vorgeschlagen. Allerdings muss man sagen, die Bundesbank ist natürlich ein Organ des Eurosystems, was einerseits dann diese Prüfung machen soll und andererseits das dann eigenhändig ohne Beschluss des EZB-Rates, denn dieser Beschluss wird ja rein formal auch gefordert von den Verfassungsrichtern, es wäre sozusagen eine seichte Lösung, die man da machen könnte. Aber das wird durchaus so angedacht, ja. Also das heißt, man kann kurzfristig sich nicht allzu viel erwarten. Allerdings gibt es noch einen anderen Punkt in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich um das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung. Nun ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat an sich festgehalten, dass es einen Verstoß gegen dieses Verbot nicht feststellen konnte. Allerdings hat es einige Gründe dafür genannt oder einige Kriterien, besser gesagt, angeführt. Und wenn nun aufgezeigt würde, dass diese Kriterien tatsächlich aber nicht erfüllt sind, dann könnte das möglicherweise doch noch ins Treffen geführt werden. Sie gehen auf diese Sache ebenfalls ein. Sie würden sagen, wenn man die Kriterien beachtet, die auch das Bundesverfassungsgericht hier anführt, dann könnte man sehr wohl zum Schluss kommen, dass hier das Verbot monetärer Staatsfinanzierung nicht befolgt wurde. Ja, also es ist richtig, dass das Verfassungsgericht wortwörtlich gesagt hat, es erkennt keinen offensichtlichen Verstoß gegen dieses Verbot. Es hat 7 Kriterien genannt, die für einen Verstoß sprechen könnten. 2 Kriterien davon hat es als besonders wichtig hervorgehoben und das ist die Ankaufgrenze, die 33% je Anleihe. Diese 33% ergeben sich deshalb als wichtige Garantie gegen dieses Verbot, weil gegen einen Verstoß gegen dieses Verbotes, weil es eine Sperrminorität des Eurosystems bei Umschuldungsverhandlungen ermöglicht. Und wenn dann gesagt wird, nein, wir wollen nicht mit umschulden, dann führt man dieses Land praktisch in die Illiquidität. Wenn man umgekehrt sagt, ja, ist in Ordnung, dann wäre es ein Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Also diese 33% haben eine wichtige Funktion. Außerdem garantiert es, dass die Marktmacht der EZB als Preissetzer zumindest in Grenzen gehalten wird. Wir haben jetzt festgestellt, wir haben uns ausführlich mit diesen Anfahreigenanlagen der nationalen Notenbanken beschäftigt, dass bei diesen Anfahreigenanlagen, die ja auch aus nationalen Staatsanleihen bestehen, Intransparenz dieser Eigengeschäfte besteht. Mit anderen Worten, die einzelnen Nationalbanken müssen darüber nicht berichten. Die Deutsche Bundesbank ist sehr transparent in diesem Bericht, aber die italienische Staatsbank, die sagt praktisch überhaupt nichts. Und 2015 meines Erachtens wurde publik, dass die italienische Staatsbank ungefähr 100 Milliarden italienische Staatspapiere drin hatte. Also es ist überhaupt nicht transparent, ob im Verwaltungsvollzug diese 33% eingehalten werden von einzelnen Staaten. Das Zweite. Können wir noch kurz bei den 33% bleiben, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Offiziell werden die ja vom PSPP-Programm befolgt. Das heißt, das ist als Ankaufobergrenze angegeben. Und Sie sagen nun, das ist allerdings in Wahrheit intransparent, das ist nicht genau überprüfbar und Sie erwähnen da die Anfahreigenanlagen. Sie gehen in Ihrem Buch, gibt es ein eigenes Kapitel, da gehen Sie auf Anfahre ein, das ist also Agreement on Net Financial Assets. Könnten Sie unserem Zuhörer noch kurz erklären, worum es bei diesen Anfahreigenanlagen eigentlich geht und warum bei denen gerade hier eine Intransparenz vorherrscht? Ja, die Anfahreigenanlagen sind praktisch auf der Aktivseite der nationalen Notenbank Ankäufe beispielsweise von Staatsanleihen des eigenen Staates.
Das hat teilweise historische Gründe. Die nationalen Notenbanken dürfen in einem gewissen Umfang diese Anfraeigenanlagen vornehmen. Das ist ganz unterschiedlich von Staat zu Staat gegeben, wie gesagt, historisch bedingt. Und es darf auch teilweise überschritten werden, nur muss insgesamt die gesamte Anfahrsumme innerhalb des Eurosystems in etwa gleich bleiben. Ich sprach vorhin von dem geldpolitischen Steuerungsspielraum, den die EZB sonst verlieren würde. Warum macht man das? Einerseits wird argumentiert, die EU ist weiterhin ein föderales System und insofern auch die Eurozone an sich. Dann kann man also den Nationalstaaten diese Ankäufe auf eigene Rechnung und Risiko erlauben in gewissem Umfange. Im Fall Italien muss man sagen, da hat man praktisch den eigenen Staat, salopp ausgedrückt, die Notenpresse bedient. Im Falle Griechenlands war es so, dass 2012 und 2015 die EZB griechische Staatsanleihen nicht mehr selber in Zahlung nehmen wollte aufgrund des Ausfallrisikos, es aber der griechischen Nationalbank erlaubt hatte, die sogenannten Emergency Assistance Ankäufe zu machen, also der griechischen Nationalbank erlaubt hat, griechische Staatspapiere zu kaufen, allerdings auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung. Und auch das wären sozusagen dann Dinge, die zu diesen Anfraeigenanlagen zählen würden. Übrigens vielleicht ergänzend, das ist ein Agreement, was alle, ich glaube, 4 Jahre aktualisiert wird. Und bis 2015 meines Erachtens war dieses Agreement völlig geheim. Keiner kannte diese Anfahreigenanlagen und es wurde durch eine Dissertation publik und über das Informationsfreiheitsgesetz haben wir unter anderem damit Sorge getragen, dass das dann taggenau, als die Frist ablief, von der EZB veröffentlicht werden musste. Ich verstehe. Es wurde veröffentlicht und Sie sagen aber noch immer, es ist intransparent. Das heißt, ob diese Ankaufobergrenze von 33% je Emission und Emittent tatsächlich eingehalten wird, das wissen wir zurzeit nicht. Oder sagen Sie, wenn man genau hinschaut, gibt es schon Hinweise darauf, dass die nicht eingehalten wurde? Nee, das kann ich nicht behaupten. Ich kann lediglich behaupten, dass das Regelwerk nicht dafür Sorge trägt, dass diese Transparenz bzw. diese Obergrenze eingehalten wird. Vielleicht als Zusatz, wir sprachen eben von diesem Pandemieprogramm der EZB, genau. PEP. Da werden diese Ankaufobergrenzen völlig außer Acht gelassen. Insofern kann man ohne weiteres, ich sag mal, vollständig griechische und italienische Staatsanleihen unbegrenzt von der Obergrenze her ankaufen. Das ist sozusagen der Krisenfall. Damit haben Sie meine nächste Frage vorweggenommen. Diese Ankaufobergrenze wird beim neuen Pandemieprogramm offiziell nicht mehr eingehalten. Jetzt wird allerdings dieses Kriterium vom Bundesverfassungsgericht angeführt als entscheidend für das Feststellung des Verbots monetärer Haushaltsfinanzierung und seiner Befolgung. Könnte man sagen, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil hier Weichen gestellt hat für eine Klage gegen das Pandemieprogramm der EZB? Ja, also man muss natürlich sagen, es gilt der Grundsatz, dass ein Urteil nur zu dem jeweiligen Urteilsgegenstand oder Streitgegenstand zählt und das war halt dieses PSPP-Programm. Das PEP-Programm ist ein neues Programm, aber das Wesentliche ist, dass in Artikel 1 dieses PEP-Programms darauf verwiesen wird, dass alles gemäß dem PSPP-Programm ablaufen soll, es sei denn, es steht in diesem PEP-Programm etwas anderes drin. Also mit anderen Worten, das PEP rekurriert ausdrücklich auf das PSPP und insofern kann man sagen, ist dieses Verfassungsgerichtsurteil, was wir vorhin als, ich sag mal, wahrscheinlich nicht sehr wirkungsvoll gesehen haben, wird doch möglicherweise zukünftig erhebliche Wirkung haben. Und man las in der Zeitung am Freitag, dass in Deutschland eine Partei scheinbar eine Organklage gegen das PEP-Programm anstrebt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ich nehme an, Sie wollten ja vorher schon erwähnen, es geht um den EZB-Kapitalschlüssel. Der wird auch als Kriterium angefügt dafür, dass keine monetäre Haushaltsfinanzierung durch den Aufkauf von Staatspapieren getätigt wird.
Sie kommen zum Schluss, dass dieser Kapitalschlüssel nicht eingehalten wurde. Ja, also das ist insofern wichtig, als dass dadurch gewährleistet wird, durch die Einhaltung dieses Kapitalschlüssels, also ich sag mal, die Beteiligten am Eurosystem sollen entsprechend ihre Einlage dann auch aufkaufen dürfen. Damit wird Sorge getragen, dass entsprechend die Nationalstaaten gleichmäßig Staatsanleihen aufkaufen, entsprechend ihrer Größenordnung. Bei Deutschland würde dieser Kapitalschlüssel 27,0% beispielsweise betragen, Österreich hat 3,0 und Italien 17,4%. Das wäre also ein gleichgewichtiger Ankauf, der praktisch gegen die monetäre Staatsfinanzierung sprechen würde. Im Fall Italien haben wir jetzt aber gesehen oder errechnet, dass Italien 9,6% mehr Anleihen kauft, als es darf, Frankreich 5,2% mehr und Spanien 8,8% mehr Anleihen aufkauft, während Deutschland und die Niederlande beispielsweise im Minusbereich liegen. Das führt dann im Endeffekt dazu, dass sogar das PSPP-Programm, was ja kein Krisenprogramm ist, praktisch diese, ich sag mal, hochverschuldeten Staaten besonders unter die Arme greift und damit die Staatsfinanzierung erleichtert dieser Staaten. Und das spricht dann indirekt für eine monetäre Staatsfinanzierung, die das Verfassungsgericht so nicht gesehen hat, weil es diese Untersuchung nicht gemacht hat. Das heißt, gestützt auf diese Untersuchung könnte man eine weitere Klage einreichen und das Bundesverfassungsgericht fragen, ob auch das PSPP-Programm nicht doch monetäre Staatsfinanzierung ist und insofern auch verfassungswidrig. Theoretisch könnte man das, nur wenn man dann die Zeiten sieht, 4 Jahre, ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Das geht, ja. Man sollte noch eine weitere Sache erwähnen, dass nämlich nach unserer Sicht und unserer Recherche das Verfassungsgericht durchaus sogar Fehler gemacht hat, indem es nämlich sich als dritten Gegenstand, also wir hatten Verhältnismäßigkeitsprüfung, ja, monetäre Staatsfinanzierung, und als dritter hat das Verfassungsgericht die Vergemeinschaftung von Verlusten über das Eurosystem untersucht und dann einfach festgestellt, das sei belanglos, weil lediglich 10% der Anleihen würden in den gemeinsamen Topf laufen und damit der möglichen Verlustgemeinschaftung anheimfallen. Das ist de facto falsch. Es sind 20% Anleihen nach dem Programm. Hinzu kommt, dass die monetären Einkünfte, die das Eurosystem einnimmt, so verteilt werden, dass, ich sag mal, die Staaten, die hohe Zinsen zahlen müssen, also auf Deutsch die hochverschuldeten Staaten, durch Umverteilung weiterhin bevorteilt werden. Also, um das mal deutlich zu machen, angenommen, Italien zahlt, ich weiß es jetzt nicht genau, aber meinetwegen 1,7% für seine 10-jährige Staatsanleihe, dann muss die Banca Italia, die muss 0%, weil der Hauptrefinanzierungszins der EZB beträgt 0%, müssen die Italiener 0% abführen, können also 1,7% in die eigene Tasche in Anführungsstrichen wirtschaften. Wenn Deutschland, was für eine 10-jährige Anleihe bei der Deutschen Bundesbank im Augenblick eine Rendite von minus 0,4 hat, diese minus 0,4% an das Eurosystem abführen muss. Und das geht dann nochmal sozusagen in die Verteilung der monetären Einkünfte. Also über diese monetären Einkünfte werden auch nochmal die hochverschuldeten Staaten dann vergemeinschaftet im Sinne bevorteilt. Das heißt, einerseits würden Sie sagen, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Frage der Verlustgemeinschaftung ein Fehler passiert ist. Und andererseits, bei der monetären Staatsfinanzierung hat das Gericht gesagt, es könne sie nicht erkennen, aber Sie erkennen sie sehr wohl. Sie würden von einer monetären Staatsfinanzierung gemäß der Kriterien des Gerichts sprechen. Das wären unsere Ergebnisse, die wir an unserem Lehrstuhl herausgearbeitet haben, ja. Das müsste ich so hart sagen, ja. Auch noch als Ergänzung für die Zuhörer, also der EZB-Kapitalschlüssel, von dem wir vorher gesprochen haben, der berechnet sich nach dem BIP und dem Bevölkerungsanteil je Land. Ja. Ja, und damit kann man sagen, ist auch schon, sind bevölkerungsreiche Länder schon mal wieder bevorteilt, wie Italien, die relativ zum BIP
eine hohe Bevölkerung haben. Das hat man ja auch schon weithin kritisiert, dass dieser Kapitalschlüssel nach dieser Mischrechnung bestellt wird. Ja. Das heißt, man hätte es beim BIP belassen können? Eigentlich schon, ja. Mhm. Man kann sagen, also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht Ihnen nicht weit genug, aber es bietet langfristig Zündstoff für weitere Staatsanleihekäufe. Kann man das so sagen? Ja, also gerade das PEP-Programm, das könnte kritisch werden. Und ich denke mal, man muss ja immer gucken, was sind so die nicht sichtbaren Folgen auch. Also ich denke mal, man muss schon mit dem deutschen Verfassungsgericht weiterhin rechnen. Und das wird dann auch die EZB, denke ich mal, schon im Hinterkopf haben, dass man vielleicht zukünftig etwas vorsichtiger sein könnte. Und Sie fordern, dass künftig da eine Überprüfung stattfinden soll in Deutschland? Ich meine, es ist fragwürdig, warum insbesondere immer private Klägergruppen sich auf den Weg machen müssen. Man könnte doch beispielsweise im Rahmen entweder des Haushaltsausschusses oder des Europaausschusses im Deutschen Bundestag dafür Sorge tragen, dass die EZB regelmäßig, wenn sie neue Programme macht oder überhaupt ihre Politik überprüft, und wenn dann Probleme auftauchen, dass man sich dann entweder direkt an die EZB mit einer Frage stellt oder über das Europaparlament laufen lässt, wenn das direkt, ich sag mal, an die wegen der Weisungsungebundenheit der EZB Probleme macht. Auf jeden Fall, dass, wenn diese Fragen dann nicht entsprechend beruhigend beantwortet werden, dass dann auch entsprechend aus dem Bundestag eine Organklage kommt, die dann verfolgt wird. Das könnte im Prinzip jeder Staat machen. Ich kenne die Verfassung nicht, aber zumindest die Niederlande, ich schätze mal auch Österreich, da dürfte das möglich sein. Was wären jetzt die Konsequenzen, wenn die Deutsche Bundesbank tatsächlich aus dem PSBB-Programm aussteigen müsste? Ja, das wäre zumindest rein optisch fatal, weil dann ja 26% dieses Programmes rückabgewickelt werden müssen. Also das Verfassungsgericht spricht von einer Rückabwicklung des Programms, und dann würde ungefähr ein Viertel der Eurozone nicht mehr an diesem Programm teilnehmen. Wie würde das jetzt faktisch laufen? Zunächst mal würde das Eurosystem natürlich dieses PSPP-Programm weiterhin aufrechterhalten wollen. Also es würde diesen 26% Anteil deutscher Staatsanleihen am Gesamtvolumen, der müsste irgendwie geregelt werden. Und das wäre meines Erachtens über zwei Alternativen möglich. Die erste Alternative wäre, dass die anderen Euro-Mitgliedstaaten und die EZB diese deutschen Anleihen, wir sprechen da ungefähr von 480 Milliarden Euro, dass die von der Bundesbank direkt erwerben, in ihre eigene Bilanz dann nehmen. Für die Bundesbank wäre das bilanziell ein Aktivtausch. Da würden praktisch Anleihen die Bundesbank verlassen und dafür irgendwelche anderen Aktiva auftauchen. Umgekehrt würde dann, oder beziehungsweise diese Aktiva würden als Targetforderung auf der Aktivseite auftauchen. Mit anderen Worten, diese 480 Milliarden Euro deutsche Staatsanleihen würden auf der Aktivseite gegen wertlose Targetforderungen getauscht werden. Das kann natürlich nicht unbedingt im Sinne der Bundesbank und Deutschland sein. Die andere Möglichkeit wäre, dass andere Euro-Mitgliedstaaten und die EZB eigene Anleihen ihrer Staaten in diesem Umfang erwerben. Und die Bundesbank würde ihre 480 Milliarden Euro Staatspapiere auf dem freien Markt veräußern. Das würde sicherlich problemlos möglich sein, weil ein Preis- und Zinseffekt würde aufgrund der Begehrtheit deutscher Staatsanleihen sich sicherlich in Grenzen halten. Andererseits würde natürlich in den anderen Mitgliedstaaten dieses sogenannte, ich nenne es mal, diese Eigenanlagen sind ja nichts anderes als nationales Zusatzgeld, würden zulasten Deutschlands geschaffen werden. Und damit hätten wir ein ganz zentrales Problem angesprochen, nämlich die Konkurrenz zwischen Geldemissions- und Geldannahmegemeinschaft, die eine Währungsunion kennzeichnet, würde damit weiter beschädigt werden.
Also Geldannahme, Gemeinschaft meint er, Euro ist für uns alle die Währung. Geldemission würde aber dann zum großen Teil von anderen nationalen Notenbanken geschehen. Und wenn wir jetzt historisch beispielsweise die Kronenzone nehmen, so ist die Kronenzone unter anderem durch ungeregelte Emissionen zerfallen. Auch die lateinische Münzunion, oder, im 19. Jahrhundert ist daran zerfallen. Das waren zentrale oder das sind generell zentrale Probleme von Währungsunion. Entweder macht man das illegal oder legal ist das erlaubt. Beides führt aber im Endeffekt dann langfristig zu Instabilitäten. Diese Konsequenzen kann man sich jetzt nicht unbedingt wünschen. Ich nehme an, die Lösung, die Sie vorschlagen, würden uns wieder dorthin führen, wo wir vorher waren, nämlich, dass wir Parallelwährungen zulassen. Ja, das wäre eine gangbare Lösung, die auch, ich sag mal, relativ schnell stattfinden könnte im Einvernehmen und relativ geräuschlos dann auch die zur Problemlösung tragen würde. Gesetzt den Fall, es kommt jetzt mal in den nächsten Jahren nicht zu Parallelwährungen, allerdings es kommt eben doch zu weiteren Klagen, die der Bundesbank die Beteiligung an weiteren Staatsanleihekaufprogrammen untersagen, dann wäre zumindest eine Konsequenz, dass die EZB diese Staatsanleihekaufprogramme mal stoppen müsste, denn ohne die Deutsche Bundesbank wäre das nicht zu bewerkstelligen. Ja, und dann wäre die Frage, welche Möglichkeiten hat sie noch, nicht? Und im Endeffekt wäre es der Anfang, denke ich mal, dass die Illiquidität mancher Krisenstaaten dann offen zutage tritt. Denn im Augenblick ist das nichts anderes, als man verhindert eine offene Insolvenz dieser Staaten. Sie würden sagen, das wäre auf jeden Fall wohltuend, wenn das endlich offengelegt würde, weil dann auch im Interesse dieser Staaten notwendige Reformen eingeleitet würden. Man spricht ja auch von Konkursverschleppung durch diese Rettungsschirme, nicht? Also man verschiebt die Probleme nur und ich sag mal, wenn als oberstes die europäische Idee steht, dann sollte man diese europäische Idee auch hochstellen und sie wird dauernd beschädigt durch diese laufenden, ich sag mal, kurzfristigen Problemlösungen, die langfristig aber, ich sag mal, den Wagen immer tiefer in den Dreck ziehen. Das Kaufprogramm von Staatsanleihen ist nicht nur etwas, was die EZB vornimmt, sondern was weltweit heutzutage auch andere Notenbanken wie die Federal Reserve tun. Verteidiger, also dieser lockeren Geldpolitik, sagen, hier wird eigentlich von der EZB nur eine Politik verfolgt, wie sie ohnehin gang und gäbe ist. Was meinen Sie dazu? Also die anderen Notenbanken sind da noch sehr viel extensiver als die EZB. Die EZB ist wirklich noch sehr zurückhaltend, wenn man die Japaner, aber auch natürlich die Fed nimmt oder auch jetzt die Briten. Nur muss man zunächst einmal ganz klar sagen, die Notenbanken sind nicht vergleichbar. Die EZB oder das Eurosystem ist eine Währungsunion, während das andere sind nationale Währungen, die auch nur einem Nationalstaat und dann einer Nationalbank zugehörig sind. Wie vorhin schon erwähnt, ist der Euro für alle Mitgliedstaaten der Eurozone eine Fremdwährung. Mit anderen Worten, was vorhin festgestellt wurde, diese Geldschöpfung auf eigene Rechnung und Risiko, das kann sich die amerikanische Fed gar nicht vorstellen, weil für die gibt es sowas nicht. Insofern ist die Währungsunion und damit auch die Zentralbank einer Währungsunion etwas anderes als die Zentralbank eines Nationalstaates. Zum Zweiten würde ich einfach antworten, es gibt keine zwingende Kopplung der Zentralbankenpolitiken. Allerdings muss man natürlich entsprechende Wechselkurseffekte beachten, wenn man eine andere Politik macht. Aber warum muss man die Politik gleichschalten? Ich sag mal, Fehler kann man möglicherweise auch verhindern, indem man selber eine Ausnahme von diesen Politiken macht und eigene Erfahrungen damit macht. Also das sehe ich nicht so. Also da höre ich jetzt heraus eine gewisse Kritik auch an der lockeren Geldpolitik, die die Federal Reserve oder die japanische Notenbank verfolgt. Ja, ich meine, wenn die japanische Notenbank bereits japanische Aktien aufkauft und auch bei der EZB wird das ja durchaus schon
schon überlegt. Ich meine, dann sind wir demnächst wirklich ja schon sehr nah einer sozialistischen Staatswirtschaft. Also nicht nur eine sozialistische Geldpolitik im Sinne dieser Umverteilung und dieser Vergemeinschaftung, sondern das geht dann tatsächlich dann noch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn diese Geldpolitik ganz einfach ohne weitere Hindernisse, sei es durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sei es durch aufbegehrende Staaten oder Politiker fortgesetzt wird, würden wir dann irgendwann bei einer vollständig sozialisierten Wirtschaft landen? Naja, das ist sicherlich stark übertrieben, aber ich sag mal so, gewisse Ansätze innerhalb Europas, jetzt auch gerade über diese Pandemie, die Machtfülle der Staaten und das Zurückdrängen von Wettbewerb, glaube ich, ist ein allgemeines Phänomen, was wir im Auge behalten müssen. Und auch wenn wir den EU-Binnenmarkt nehmen, Schengen-Abkommen und diese Dinge, das ist ja im Rahmen der Pandemie auch stark, zurück oder es sind Ausnahmen geschaffen worden, die wir möglichst schnell alle wieder zurückdrehen müssen.